Herzlich willkommen zu unserer spezifischen Wahlhelferschulung zur Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni 2024. In diesem Video möchte ich Ihnen die spezifischen Fakten und Ihre Aufgaben erklären, die Sie bei der Europa- und Kommunalwahl haben werden, wenn es darum geht, die Auszählung durchzuführen bzw. die Ergebnisermittlung durchzuführen. Es gibt ein paar Besonderheiten, auf die ich eingehen möchte. Die Europakommunalwahl ist keine Wahl an sich gemeinsam, sondern es handelt sich dabei um zwei unabhängige Wahlen. Und daraus folgt natürlich, dass Sie von uns fast nahezu alle Dokumente zweimal erhalten. Das bedeutet also auch für jede Wahl eigentlich ein Dokument. Ich hatte das in dem allgemeinen Video erklärt, ein entsprechendes Wählerverzeichnis, eine Beurkundung des Wählerverzeichnisses oder auch unter Umständen unterschiedliche Wahlscheine dafür, und im Endeffekt hat das Ergebnis, dass Sie die meisten Aufgaben bei der Auszählung und der Ergebnisermittlung doppelt ausführen. Im Folgenden werde ich, wenn es Ähnlichkeiten gibt, nur darauf verweisen, dass es identisch dazu ist wie bei der anderen Wahl. Was neu ist bei der Europawahl ist, dass die Wahlberechtigten bereits ab 16 Jahre wählen dürfen, und wir haben natürlich Unterschiede hinsichtlich der Einteilung des Wahlgebietes. Bei der Europawahl ist das Wahlgebiet die gesamte Stadt, bezieht sich darauf, und bei der Kommunalwahl ist es so, dass wir dort 10 Wahlbereiche haben. Zusätzlich bei der Kommunalwahl haben wir 3 Ortschaftsratswahlen, die entsprechend auch ausgezählt werden müssen. Das gilt allerdings nur für die Ortschaften Pechau, Randau-Kahlenberge und Beindorf-Sohlen. Alle anderen Wahlbezirke haben mit dieser Ortschaftsratswahl nichts zu tun. Die Einrichtung des Wahllokals hatte ich bereits schon mal erwähnt. Allerdings hier nochmal, wir haben im Allgemeinen 4 Positionen. Die erste Position ist die des Beisitzers mit dem Adressverzeichnis, wo man schauen kann, ob man tatsächlich im richtigen Wahllokal ist und die Adresse, wo man wohnhaft ist, auch diesem Wahllokal zugeordnet ist. Wir haben die Position 2 des Schriftführers, der das Wählerinnenverzeichnis führt und dann auch schauen kann, ob derjenige tatsächlich wählen kann, beziehungsweise ob es da irgendein Vermerk gibt, wie zum Beispiel, dass derjenige einen Wahlschein bereits beantragt hat. Die Position 3, die Stimmzettel übergibt, ganz wichtig, sie übergeben an der Position entsprechend 2 Stimmzettel, wenn derjenige auch für beide Wahlen wahlberechtigt ist, also einmal für die Kommunalwahl, einmal für die Europawahl, auch ganz wichtig, falten Sie diese Stimmzettel bei der Übergabe vollständig aus, weisen Sie die Wähler in die entsprechenden Wahlkabinen, die frei sind, zu. Und an Position 4 sitzt der Wahlvorsteher mit 2 Urnen, eine für die Kommunalwahl, eine für die Europawahl, bei der Ortschaftsratswahl kann es natürlich noch eine dritte sein, und dementsprechend wird dann das Ganze freigegeben und der Wähler kann seinen Stimmzettel in die Urne schmeißen. Kommen wir zur Auszählung. Sie sehen hier 2 Musterstimmzettel. Das Besondere bei der Europawahl ist, Sie haben genau eine Stimme, und bei der Europakommunalwahl, Kommunalwahl haben Sie 3 Stimmen, die Sie kumulieren und panaschieren können. Natürlich ist es so, dass Sie dort keine Musterstimmzettel haben, sondern ganz klassische Stimmzettel. Und wichtig ist, jederzeit müssen 3 Personen zur Verfügung stehen im Wahlraum. Wenn die Auszählung losgeht, räumen Sie bitte alle Materialien, die Sie nicht benötigen, zur Seite und schieben Sie die Tische zusammen, dass Sie möglichst große Flächen haben, denn Sie müssen mehrere Stapel bilden und da brauchen Sie entsprechend auch viel Platz auf den Tischen. Als erstes wird immer die Europawahl ausgezählt. Das ist so gesetzlich vorgegeben, und dementsprechend nehmen Sie sich die Wahlurne, öffnen Sie, leeren Sie das Ganze, prüfen dann auch, ob die Urne tatsächlich leer ist und nicht irgendwo sich ein Stimmzettel noch befindet. Wichtig ist, müssen alle Stimmzettel aus der Wahlurne herausgenommen werden, damit diese dann von Ihnen ausgezählt werden können. Packen Sie dann die leere Wahlurne zur Seite. Dann sollte der Schriftführer sich das Wählerinnenverzeichnis nehmen und dort alle gemachten Häkchen zählen. Dafür zählen Sie für jede Seite die Häkchen und haben dann im unteren Bereich eine entsprechende Leiste, wo Sie ankreuzen können, wie viele Häkchen sich auf dieser Seite befinden. Ja, Sie sehen das jetzt hier.
Das macht man für jede Seite im Wählerinnenverzeichnis. Und die untere Leiste hilft Ihnen später, dann die Gesamthäkchenzahl zusammenzurechnen. Wichtig ist, dass diese Information auch in die Niederschrift übertragen wird. Dann sollten Sie die Stimmzettel auseinanderfalten und Zehnerstapel bilden und diese zählen. Auch hier ganz wichtig, das Ergebnis der Zählung sollten Sie bitte in die Niederschrift übernehmen unter dem Punkt 3.2a, also in die Niederschrift für die Europawahl. Wir empfehlen an dieser Stelle Zehnerstapel, da Sie sich im Zweifel auch dann nochmal, falls Sie sich irgendwie verzählt haben, deutlich einfacher nachzählen lassen. Bei diesem Punkt geht es in erster Linie noch nicht darum, irgendwelche Stimmen auszuzählen, sondern tatsächlich sich darüber zu informieren, wie viele Stimmzettel tatsächlich in der Wahlurne waren. Sie sehen das jetzt hier. In gewisser Weise werden die Zehnerstapel gezählt und dann die übrig gebliebenen Stimmzettel. Und das Ergebnis wird in die Niederschrift der Europawahl unter Punkt 3.2a eingetragen. Und um eine Kontrolle zu erhalten, zählen Sie, wie gesagt, die Häkchen des Wählerverzeichnis und tragen das ebenfalls unter 3.2b ein. Was Sie beachten sollten, ist, dass natürlich auch Wähler bei Ihnen wählen können, die mit dem Wahlschein, mit den Briefwahlunterlagen kommen. Auch sollten Sie deswegen zählen, wie viele Wahlscheine Sie eingenommen haben und das unter 3.2c eintragen. Nun sollten Sie die Stimmzettel in mehrere Stapel. Es gibt einmal den Stapel 1, den Sie in mehrere Unterstapel mit zweifelsfrei gültigen Stimmzetteln für die verschiedenen Wahlvorschläge sowie einem Stapel mit leeren Stimmzetteln verteilen. Das bedeutet, machen Sie sich am besten auf Ihrem Tisch kleine Klebezettel für die jeweiligen Parteien und verteilen Sie alle entsprechenden Stimmzettel, wo Sie sagen, das ist zweifelsfrei gültig, da ist der Wählerwille eindeutig zu erkennen, auf diese Bereiche, die den Parteien per Klebezettel zugeordnet worden sind, und dann haben Sie noch die Möglichkeit, einen zweiten Stapel zu bilden, der ungültige oder hinsichtlich der Gültigkeit zweifelhafte Stimmzettel besitzt. Ja? Dann schauen Sie sich die Stimmzettel an, schauen, zu welcher Partei das Kreuz abgegeben wurde und ordnen diese den entsprechenden Bereichen auf Ihrem Tisch zu. Das können natürlich mehrere Personen gleichzeitig tun, das heißt, Sie können Ihre gesamten Stimmzettel natürlich auf mehrere Personen verteilen, die im Wahlvorstand sind. Füllen Sie nun die obere Tabelle in der Niederschrift unter dem Punkt 4 aus. Dort sind Informationen zu den A1, A2, A1 plus A2 Wählern, die abgefragt werden. Und die dazugehörigen Informationen finden Sie auf der Beurkundung des Wählerinnenverzeichnisses, welches wir Ihnen am Morgen mitgegeben haben. Übertragen Sie diese Werte aus der Beurkundung einfach in die obere Tabelle in der Niederschrift unter Punkt 4. Das heißt, hier müssen Sie nichts rechnen, sondern nur Werte übertragen. Dann finden Sie die weiteren Informationen wie die Anzahl der Wähler in Ihrer Niederschrift, denn das haben Sie ja bereits ermittelt in einem vorangegangenen Schritt, indem Sie die Stimmzettel ausgezählt haben bzw. die Häkchen. Legen Sie den Stapel 2 erstmal zur Seite, das sind die Stimmzettel, wo nicht eindeutig ist, ob das eventuell gültig oder ungültig ist, und fangen dann an, diese Unterstapel, wo Sie eindeutig gültige Stimmen abgegeben wurden, auszuzählen, und hier sollten Sie ebenfalls Zehnerstapel bilden, weil es sich einfach anbietet, bei
Situationen, wo sie tatsächlich vielleicht nochmal nachziehen müssen, das Ganze zu machen. Wenn sie das gemacht haben, dann sollten diese Ergebnisse entsprechend auch eingetragen werden. Also Sie sehen das jetzt hier, dass auf diesem kleinen Klebezettel die Anzahl der Stimmzettel, die in diesem kleinen Unterordner oder Unterstapel gebildet wurden, aufgeschrieben worden sind, damit man genau weiß, aha, so viel Stimmen hat die Partei jetzt bekommen. Und nun haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ergebnisse entsprechend unter dem Punkt 4 einzutragen. Unter anderem auch, wie viele leere Stimmzettel Sie haben, denn die sind natürlich ungültig. Ja, man sieht das jetzt, für diese ersten Stapel, für diese ersten Unterstapel tragen wir die Summen entsprechend in die Niederschrift unter dem Punkt 4. Die gesamte Summe der gültigen Stimmen muss unten im Feld eingetragen werden. Wenn Sie das gemacht haben, legen Sie alle diese gültigen Stimmzettel aus dem Stapel 1 zusammen und beiseite und fahren dann mit dem Stapel 2 fort. Das sind die sogenannten Beschlussstimmzettel. Hier gilt es, einen gemeinsamen Beschluss durch den Wahlvorstand durchzuführen, um zu entscheiden, ob es sich um eine gültige Stimme oder um eine nicht gültige Stimme handelt. Wichtig dabei ist, der Beschluss des Wahlvorstandes muss auf der Rückseite des Stimmzettels vermerkt werden und es muss durchnummeriert sein. Also Sie sehen jetzt hier, der erste Stimmzettel, dort gibt es einen Beschluss, ungültig, und es ist der erste Stimmzettel, also ist eine 1 drauf. Hier sehen wir einen zweiten Stimmzettel, wo ebenfalls der Beschluss draufgeschrieben wird, ungültig. Wichtig, immer der Wählerwille muss erkennbar sein. Und bei diesem Stimmzettel, ja, ist nicht im Kreis, aber der Wahlvorstand entscheidet an dieser Stelle, dass es gültig ist. Auch die Nummerierung wird fortgesetzt, für wen auch diese Stimme gültig ist. Und auch bei diesem Stimmzettel haben wir zwar eine Streichung, wenn der Wahlvorstand der Meinung ist, dass der Wählerwille erkennbar ist, und das ist in diesem Fall so gegeben, gültig für die Partei A scheinbar, dann wird das entsprechend notiert. Und beim letzten ist es ebenfalls nicht im Kreis, aber an der anderen Seite, und in diesem Fall entscheidet der Wahlvorstand scheinbar auch, dass die Stimme als gültig ist, weil der Wählerwille erkennbar ist. Und nun geht es darum, diese Ergebnisse der Beschlüsse ebenfalls in die Niederschrift unter dem Punkt 4 in der Zwischensumme 2 einzutragen. Wir haben hier zwei ungültige Stimmen, das kommt als erstes, und dann werden entsprechend für die Parteien, wenn dort noch gültige Stimmen entstanden sind, das in die entsprechenden Kästchen eingetragen. Dort, wo nichts ist, schreiben Sie bitte eine 0 oder einen Strich ein und rechnen Sie dort auch die entsprechenden Summen aus. Wichtig, die Zeilen- und Spaltensummen bitte berechnen und Kontrollrechnungen durchführen, denn die können Ihnen helfen, bei Unstimmigkeiten Fehler zu finden und einen gegebenenfalls Nachzählen zu vermeiden. Wenn Sie zu keinem ordentlichen Ergebnis kommen in Ihren Kontrollrechnungen, dann sollten Sie vielleicht tatsächlich nochmal nachzählen. Wenn die Ergebnisse jedoch plausibel sind, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Ergebnisse aus der Niederschrift in die Schnellmeldung zu übertragen. Die Schnellmeldung ist ein Formular, eine Seite, wo Sie im Endeffekt die Summen der jeweiligen Felder eintragen. Das heißt, Sie haben dort keine extra Spalten für den Stapel 1 oder den Stapel 2. Übertragen Sie diese Ergebnisse. Das ist wichtig, weil Sie mit Hilfe dieses Formulars tatsächlich die telefonische Schnellmeldung durchführen werden. Sie sehen das jetzt. Der Wahlvorstand in unserem Video ruft tatsächlich an. Wir haben dort auch Informationen auf diesem Zettel, das heißt, wir haben dort die Prüfnummer, wir haben natürlich den Wahlvorstand, wir haben die Telefonnummer, die auf diesem Formblatt steht, damit Sie genau wissen, wo Sie anrufen müssen. Und dann können Sie das natürlich machen, anrufen,
Unterschriften leisten und auch den Zeitpunkt, dann haben sie das tatsächlich schon erledigt. Sie sollten als Wahlvorsteher das Ergebnis nochmal laut für diese Wahl vorlesen, also tatsächlich für die Europawahl einmal laut das Ergebnis vorlesen, damit auch die Öffentlichkeit für den Fall, dass jemand vor Ort ist, das mithören kann und sich gegebenenfalls auch notieren kann. Das ist überhaupt nicht schädlich, das steht für die Transparenz bei der Wahl. Zu guter Letzt bereiten Sie jetzt die Unterlagen für die Niederschrift der Europawahl vor. Die Beschlussstimmzettel bekommen in einer extra Folie, wo auch ein Aufkleber drauf ist, Beschlussstimmzettel für die Europawahl. Da packen Sie das entsprechend rein. Und den eingenommenen Wahlschein, dafür gibt es bei der Europawahl ebenfalls eine Folie, wo Sie diesen Wahlschein mit einheften. Diese beiden Folien müssen als Anlage an die Niederschrift gepackt werden und kommen dann in den Ordner, den wir Ihnen mitgegeben haben am Morgen, zusammen mit der Niederschrift. Die Niederschrift muss am Ende zwingend von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes, die an der Auszählung teilgenommen haben, unterschrieben werden. Bitte vergessen Sie das nicht, weil Sie in diesem Fall dann einfach in die Situation kommen, dass im Nachgang, also in der Woche nach der Wahl, diese Unterschrift eingeholt werden müssen. Das ist ziemlich unnötig. Sie müssen als Wahlvorstand auch noch selbst unterschreiben. Und dann können Sie die Materialien der Europawahl verpacken und zur Beiseite legen, den Sortierstapel der 2x2 gültigen und Lernstimmzettel. Dafür gibt es einen Faltkarton. Bitte das Ganze dort einlegen und mit einem roten Etikett versiegeln. Den Beschlussstimmzettel und die eingenommenen Wahlscheine in die Folie legen und zur Anlage die Niederschrift packen und das Ganze in den Ordner. Die unbenutzten Stimmzettel wieder in den Originalkarton zusammenpacken, mitnehmen und am Ende auch die Wahlbenachrichtigung zusammenpacken. Kommen wir zur zweiten Wahl, der Kommunalwahl. Nehmen Sie sich die Urne der Kommunalwahl und öffnen diese. Und prüfen Sie auch hier, wenn Sie diese Urne auskippen, ob alle Stimmzettel aus der Urne herausgekommen sind. Wenn nicht, im Zweifel, bitte auch hier die vielleicht drin gebliebenen Stimmzettel händisch rausnehmen. Der Schriftführer sollte sich an dieser Stelle wieder das Wählerinnenverzeichnis vornehmen und die Häkchen zählen für jede Seite und auf der Seite entsprechend die Summe der Häkchen notieren und das Ganze in der Niederschrift unter Punkt 3.2 für die Kommunalwahl bzw. Punkt C notieren. Und der Rest, die Wahlvorsteher und die Beisitzer, sollten in der Zeit die Stimmzettel auseinanderfalten und Zehnerstapel bilden und einfach auch hier wieder zählen. Auch die Summe der Stimmzettel, die in der Urne sind, müssen in die Niederschrift der Kommunalwahl, wie es auch bei der Europawahl war, hier aber in den Punkt 3.2a überführt werden und eingetragen werden. Also zusammenzählen die Stimmzettel, die in der Urne waren, und der Schriftführer soll die Summe der Stimmzettel, die in der Urne waren, unter dem Punkt 3.2a notieren. Ja, Sie sehen, dass die Zehnerstapel machen an dieser Stelle dann durchaus Sinn, wenn es ums Zählen geht. Und wenn Sie das gemacht haben, dann dürfen Sie jetzt wieder Stapel bilden. Einmal, und das ist etwas anders, beim Stapel 1 dürfen nur die 2x2 gültigen Stimmzettel rein. In den Stapel 2 kommen jetzt alle leeren oder anderweitig ungültigen oder hinsichtlich der Gültigkeit zweifelhaften Stimmzettel. Ja, das heißt also, schauen Sie sich die Stimmzettel genau an und sagen, okay, sind hier maximal 3 Stimmen drauf? Jawohl, dann darf der in den Stapel 1. Ja, oder sollte tatsächlich nur eine oder 2 Stimmen drauf sein, darf der auch in den Stapel 1. Ja, denn Sie haben ja hier die Möglichkeit zu kumulieren und zu panaschieren. Das heißt, die Stimmen auf eine Person zu verteilen, die 3 Stimmen, oder die 3 Stimmen auf mehrere zu verteilen. Aber wenn Sie dann, wie gesagt, ein Stapel, ein Stimmzettel haben, wo Sie nicht so sicher sind, ob der tatsächlich gültig oder ungültig ist, packen Sie den in Stapel 2, denn darüber muss ein Beschluss gefasst werden, und alles, was leer ist, kommt auch in den Stapel 2 bei der Kommunalwahl. Etwas anders als bei der Europawahl. Legen Sie diesen Stapel 2 bitte zur Seite, denn der braucht wieder eine besondere Betreuung in gewisser Weise von Ihnen oder eine besondere Begutachtung. Und nehmen sich den Stapel 1. In unseren Unterlagen finden Sie für die Kommunalwahl sogenannte Zähllisten.
Die Zähllisten helfen Ihnen, die Stimmen für die unterschiedlichen Kandidaten zu zählen. Ja, Sie sehen also, die sind sehr relativ groß und relativ lang. Das ist auch ganz logisch, weil wir mehrere Kandidaten haben. Und dementsprechend ist unsere Empfehlung auch, dass Sie diese Zähllisten auf mehrere Mitglieder des Wahlvorstandes verteilen, sodass ein Mitglied zum Beispiel die erste Seite der Zählliste übernimmt, ein anderes Mitglied übernimmt die zweite Seite der Zählliste. Und lassen Sie dann den Wahlvorsteher, oder der Wahlvorsteher soll dann laut ansagen, wer oder welcher Bewerber eine Stimme auf dem jetzigen Stimmzettel hat, und dann übertragen die Wahlhelfer, die die Ziellisten vor sich haben, entsprechend streichen sie die Stimmen ab. Stück für Stück. Ja, es ist ja dann auch entsprechend auf den Ziellisten von 1 bis. Und dann kann man entsprechend abstreichen, dass die zweite Stimme erteilt wurde, die dritte Stimme erteilt wurde. Ganz wichtig, immer nur der Wahlhelfer darf eine Stimme abkreuzen, wenn auch der Bewerber, also das Mitglied einer Partei, aufgerufen wurde vom Wahlvorsteher. Die Zähllisten sind in doppelter Ausführung, das heißt, Sie haben auch hier die Möglichkeit, dass zwei Personen sich zum Beispiel um den ersten Teil kümmern und zwei Personen um den zweiten Teil der Zählliste, um dann zu kontrollieren, dass jeweils richtig zugehört wurde und sozusagen einen Kontrollmechanismus einzubauen. Aber es macht auf alle Fälle Sinn, wenn der Wahlvorsteher als einziger die Stimmen vorliest, die auf dem jeweiligen Stimmzettel zu finden sind. Kommen wir dann zum Stimmzettelstapel Nummer 2. Hierüber muss wieder ein Beschluss gefasst werden und wie bei der Europawahl müssen Sie die Beschlüsse auf der Rückseite notieren und das Ganze muss durchnummeriert werden. Das heißt, jeder Stimmzettel braucht eine laufende Zahl. Sie sehen, hier wurde der erste ungültig gemacht. Auch der zweite wurde ungültig gemacht. Ja, auch ein leerer Stimmzettel muss an dieser Stelle ungültig gemacht werden. Ist das Ganze durchgestrichen, muss der Stimmzettel ungültig gemacht werden. Hier haben wir den vierten, der eine gültige Stimme hat. Und zwar 3 Stimmen für einen Bewerber. Bei der Wählerwelle scheinbar erkennbar war, aber wichtig, das müssen Sie als Wahlvorstand gemeinsam entscheiden. Wir müssen nicht wissen, in welchem Votum das Ganze durchgeführt wurde, ja, sondern nur die Entscheidung, ob gültig oder ungültig, muss auf dem Stimmzettel stehen. Hier verteilen sich die Stimmen, ja, auf scheinbar 2 Bewerber, die der Wahlvorstand als Beschluss gemacht hat. Wenn Sie jetzt Ihre Beschlüsse gemacht haben, übertragen Sie die ungültigen Stimmen, die durch den Beschlussstimmzettel, also auch die leeren, die dann natürlich einen ungültigen Beschluss haben, in die Zählliste und tragen Sie bitte auch noch die gültigen Stimmen, die durch Beschluss entstanden sind, in Ihre Zählliste, sodass tatsächlich alle Stimmzettelberücksichtigungen in den Zähllisten gefunden haben. Und am Ende können Sie dadurch, dass Sie sehen, was abgestrichen wurde, ganz einfach die Anzahl der Stimmen für jeden Bewerber abtragen. Also Sie müssen genau schauen, bis wann wurde gekreuzt oder wann abgekreuzt, dann sehen Sie, so viele Stimmen hat der jeweilige Bewerber bekommen. Auch dann müssen Sie natürlich in der oberen Tabelle der Niederschrift die entsprechenden Werte ausfüllen. Das heißt also, Sie müssen hier die Ergebnisse oder die Ergebnisse oder die Daten der Beurkundung angeben und entsprechend auch die Wähler eintragen, wie viele Stimmzettel Sie hatten, wie viele Häkchen Sie tatsächlich hatten. Und zu guter Letzt haben Sie die Möglichkeit, an dieser Stelle die Ergebnisse der Zähllisten in Tabellen für die einzelnen Parteien einzutragen und auch nochmal Kontrollrechnungen zu machen. Wenn Sie das gemacht haben, dann bitten wir Sie tatsächlich auch diese Ergebnisse in die Schnellmeldung zu übertragen.
und im Anschluss das Ganze telefonisch an unser Callcenter zu übergeben. Auf der Schnellmeldung für die Kommunalwahl finden Sie auch wieder die Telefonnummer und Prüfziffern, die Sie beim Anruf angeben müssen. Wichtig, wenn Sie die Schnellmeldung zur Kommunalwahl abgeben, haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig die Bitte um ein Taxi abzugeben. Das können Sie dort machen. Das wird von uns dann koordiniert. Also für den Fall, dass Sie kein Fahrzeug selbst haben oder jemand Sie aus dem Wahlvorstand zur Briefwahlstelle fahren kann, zur Abgabe der Unterlagen, haben Sie die Möglichkeit, ein Taxi anzufordern. Wenn dann die Schnellmeldung erfolgreich durchgegeben worden, bitten wir Sie, die Dokumente wieder zusammenzupacken. Das bedeutet, ähnlich wie bei der Europawahl, die Stimmzettel, die eindeutig gültig sind, kommen in die Kiste und die Kiste wird entsprechend von Ihnen verschlossen und gesiegelt mit einem von uns vorgegebenen Siegel. Die Stimmzettel, die Beschlussstimmzettel sind, kommen in die Folien rein für die Kommunalwahl, die wir dort abgegeben haben im Ordner. Auch die eingenommenen Wahlscheine müssen wieder in die Folie und müssen als Anlage an die Niederschrift. Und auch die Stimmzettel, die leer sind, packen Sie wieder in die alte Kiste, verschließen das und bündeln bitte alle Wahlbenachrichtigungen, die Sie mitbringen. Dann dürfen Sie sich zur Briefwahlstelle begeben, wo Sie die Niederschriften und Unterlagen ans Wahlamt übergeben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Europakommunalwahl, eine erfolgreiche Auszählung und Ergebnisermittlung und bedanke mich nochmal, dass Sie Wahlhelfer in der Landeshauptstadt Magdeburg sind. Vielen Dank.